herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum großen Preis der Nacht. Batman Grand Prix, quasi Singapur Grand Prix. Wir starten von Position 9 aus. Romain Grosjean im Lotus. Ein Fahrzeug, was unglaublich unruhig liegt, was ich nicht gut beherrsche und was Reifen frisst, wenn man hart zu kürzt. Ist also quasi mein Nemesis. Und ich starte auch verhalten. Raikön allerdings auch vorne, wie man gesehen hat. Bremst mich allerdings hier rein. Filigran daneben. Setze zurück, lass Massa die Spur. Außen immer noch. Ich meine, das ist Webber gewesen. Bleibe hier im Windschatten von Rosberg. Versuche irgendwo meinen Weg zu finden, um mich vorbeizubremsen. Platz 3, 4, ja, nicht 3. Hat leider nicht geklappt, weil das Fahrzeug ins Schlingern gekommen ist, was es in diesem Rennen noch einige Male machen sollte, denn es lag sehr bescheiden, will ich meinen. Halte hier rein neben Massa, bleib auf dem Gas, was allerdings zum Durchdrehen der Räder führt, denn das Fahrzeug hat in den Kurven keine Haftung. Wie ich sagte, das hat keine Haftung in Kurven, dieses Fahrzeug. Klarer Fahrfehler von mir. Und ich entschied mich dann, weil ich noch ein weiteres Mal angeschlagen war, ich kannte die Strecke nicht, in die Box zu gehen, auf weiche Reifen zu gehen und zu pushen und irgendwie versuchen, wieder rauszukommen. Das Rennen ist eigentlich schon vorbei, Platz 22, aber wer mich kennt, ich gebe nie auf, ich starte sowas nicht neu, das ist Bullshit, da wird weitergefahren, das wird weitergemacht, da wird gekämpft und mal gucken, was bei rumkommt. So, es dauerte dann 2 Runden, man sieht ja auch schon, wie unruhig dieses Fahrzeug riecht. Und ich kannte den Grand Prix nicht bis dato. Also ich habe 0 Runden Praxis gehabt. Deswegen meine Unsicherheit und meine Vorfehler in den ersten Runden. Bremse mich allerdings an einem Catline vorbei. Also ein Pick sollte man ja wohl kriegen. Das sollte nicht das Problem sein. Und auch an Chilton konnte ich mich relativ nah ranarbeiten. Ich meine, Marussia ist einem Lotus auch unterlegen. Das Problem war, dass mein Lotus extrem unruhig lag. Extrem zickig war. Und Reifen gefressen hat wie sonst nur was. Das Gute war, das ist natürlich auch was Gutes. Ich bremse mich hier an einer Gruppe von Autos vorbei. Sehr wichtig, kostet wenig Zeit. Hier einige Meldungen. Und hier sieht man noch wieder, wie der Wagen muckt. Das Gute an dem Fahrzeug war allerdings die Pace. Ich war relativ schnell. Ich bin durchs Feld geflügt. Schloss immer weiter auf, Platz 13. Oh, durchdrehende Räder. Schwer zu kontrollieren, das Fahrzeug. Man merkt es richtig. Da ist kein Grip in den schnellen Kurven. Hier nehme ich dann meinen Weg zur Box, um nochmal reinzugehen und versuchen durchzufahren. 20 Runden auf harten Reifen ist eine harte Geschichte. Vor allen Dingen bei diesem Lotus, der die Reifen so frisst. Wenn man meinen Fahrstil bedenkt, eigentlich ist Lotus ein reifenschonendes Fahrzeug gewesen in dem Jahr. Allerdings nicht mit meinem Fahrstil. So. Dann schloss ich auf Pick hinter mir. Ich war nur froh, dass ich bloß nicht hinter Thundergarde war. Das wäre gegen meine Ehre gegangen. So, Pick relativ leicht überholt. Push dann weiter. Komm ins DRS-Fenster bei Chilton auch noch relativ zeitnah. Dann diesen kleinen Lag. Ich sollte einige weitere haben. Ein zickiges Fahrzeug plus Lags. Das ist natürlich, was richtig Spaß macht. Was richtig angenehm ist. Wo man sich denkt, wow, geil. Oh, super. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen kann. Außer Buja. Ja, eine kleine Blende zur Runde 12. Ich schloss dann auch auf Bianchi endlich mal auf, den ich endlich mal zu Gesicht kam. Das war quasi das Licht, was man aus der Ferne des Kellers sieht. Ich fing an, mich nach vorne zu arbeiten und auch außerhalb der 4 langsamen Autos am Ende des Feldes, sag ich mal. Denn das Ende des Feldes bildet ja klassisch Caterham und Marussia. Und hier sieht man, wie der Wagen liegt, nämlich gar nicht. Gute Nachricht, hatte ich nämlich auch das Problem, bekam ich auch noch. Ich musste diesen Wagen irgendwie auf der Strecke halten, das war fast unmöglich für mich. Ein so zickiges Fahrzeug war mir selten aufgefallen. Jetzt eine kleine Blende bis zum Ende der Runde. Ich bremste für diese Kurve ganz normal und auf einmal, wer ist denn da? Ein Gutierrez, ich weich gerade noch so aus. Gerade so noch weggekommen. Tja, dann eine kleine Blende. Daraufhin kam nämlich eine Safety-Car-Phase. Oh mein Gott. Da ist dann auch mal Bernd Mailänder am Safety Car. Und ich muss dann natürlich einen anderen Bremspunkt wählen. So, ich entschied mich dann, okay, wir wechseln doch nochmal und fahren dann 10 Runden Sprint auf harten Reifen. Weiche Reifen war ich mir nicht sicher, ob man 10 Runden durchhält und dann trotzdem daraus einen Vorteil zieht. Ich dachte mir,
Da kann man vielleicht noch was gewinnen. Was verliere ich schon? 2, 3 Positionen. Ist nicht so das Drama. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Sollte sich das hinten raus rentieren oder nicht? Ich weiß es nicht. Ein großer Schaden war es auf jeden Fall nicht. Und hier sieht man, wie der Wagen liegt in schnellen Kurven. Ich hatte Mörder viel zu tun. Mich hat das Fahrzeug an ungeahnten Positionen immer wieder aufgeregt und immer wieder überrascht. So, dann schloss ich auf Ricciardo. Hier, wie man sehr schön sieht, die zwei überrundeten Caterhams links und rechts überholt eben. Er auf frischen Weichen, ich auf relativ frischen, harten. Bremst mich daneben, geb ihm die Außenbahn, allerdings komme ich früher aufs Gas, weil ich mit dem Drift schneller quer kam. Hier sieht man übrigens den Vorteil des klassischen Windschattens gegenüber von Chaos, DRS und dem ganzen Schund, den es heute gibt. So, ich kann aufgrund des Windschattens näher ran, bremse ein bisschen später und habe die Position. Bin allerdings auch schon in Position 5. Ich dachte, was geht denn hier eigentlich? Ist mir das nicht aufgefallen. Musste schnell pushen, das Rennen war ja bald zu Ende. Hinter mir Hamilton und Rosberg immer schneller werdend. Auf den schnellsten Runden nach und nach kamen mir lila Zeiten eingeblendet. Und direkt hinter mir auch schon, mit einem Abstand von vielleicht einer Sekunde oder anderthalb Sekunden. Es wurden immer schnellere Mercedes hinter mir. Ich musste schnell an diesem DRS da vorbei, damit ich vielleicht dann auch in der Endabrechnung irgendwo weiter vorne sein konnte und nicht direkt von diesen beiden Jungs überholt werden wurde. Hier. Kleiner Fehler vom Bot, aber auch kleiner Fehler von mir. Mehr von mir als vom Bot, aber das passiert. So, ich ließ mich nicht beirren und schaffte es dann doch, es übers Ziel zu retten. Platz 3 nach diesem verkorksten Rennen mit diesem Fahrzeug, mit dem so gar nichts ging. Ich war äußerst zufrieden und im Kopf leer nach dem Rennen. Ich war fertig, da ging gar nichts mehr. Vielen Dank fürs Zugucken. Hier nochmal das Tableau und ansonsten seht ihr noch den Grosjean. Podium, Platz 3. Sehr gut gemacht. Tolles Rennen. Buja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.